Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Episode 39 von Anthem. Werden wir die 40 nur erreichen? Mal schauen. Okay, what's the contract, Maddie? Wahrscheinlich. Okay, I'm on it. Weil, wenn wir jetzt Episode 39 haben und das noch nicht die letzte Mission ist, dann werden wir auf jeden Fall die 40 erreichen. Sherlock. No shit. Monster. Runes must be nearby. They just must. You got it. Na komm schon. Another step completed. That is sufficient. I think we have enough. Make position, Maddie. What do you have for me? I've been made aware of a Shaper relic giving off unusual readings. I'd love to see it up close. On my way. Here. We're too late. That relic's getting worse by the second. Recover the fragments to silence it. I understand. Careful. Got it.
Über mir? Mhm. Beacon's in a rough shape. Get them fixed, but be aware if your signal attracts animals. Stay vigilant. It is as I feared. We turn on the beacons, and something terrible shows up. An elite Ur-60s is not a god. Und jetzt? Eliminate Predators. Aha. Mir wird langweilig. Egal. Ich dachte, ich kann ihn ein bisschen erkunden. War wohl nichts. Destroy those machines before that monster starts moving. You got it.
getting close. Just a little more. You've done it. The Dominion machines are gone. That should put an end to all this. Das ist irgendwie langweilig. Ich habe mir mehr von diesem Contract erhofft, dass da irgendwie mehr interessante Infos bei rauskommen. Aber ich habe einfach nur geballert. Ist ja ab und zu auch okay, aber langsam will ich jetzt endlich mehr. Level 18. Components lock unlocked. Die besten Dinge. Und ich werde jetzt auch nicht in die Forge gehen, weil mir das jetzt echt zu blöd ist. Mache ich ein anderes Mal. Ach so, der Contract ist vorbei und es gibt nichts mehr zu tun? Es gibt doch keine Nebenmission mehr. Aha. Ja, okay, dann wäre es schon ganz gut. Dann, We've got some pretty good deals. You can always get a good deal at Uncle Bonnie's. Dann hole ich mir hier. Welcome to my store. Browse away. Watchest Support. Ja, Watchest Support zuerst. Smart choice. Masterwork Support Seal. Okay, ich glaube, das ist für den Storm. Und War Chest Legendary. Ein neuer Voltcaster. Okay.
Was gibt's zurzeit für Anzüge? Ja, wollen wir uns einen tollen neuen Anzug kaufen? Für 61.000 Coin? Ich meine, was soll ich mit dem Geld auch machen, ne? So, jetzt habe ich richtig geshoppt. Gehen wir in die Forge. You'll put this javelin through its paces. So, halt, falsche Waffe. Wir changen den Voltcaster für den neuen Voltcaster. Und Components haben wir natürlich einen neuen Slot, den wir sofort belegen können. War so viel Zeug. Ne, das bleibt so, wie es ist. Na halt, ich wollte noch die Appearance ändern. Let's see what I've got for you. So, das ist die... Thank you.
Ja. Okay. Ja, gehen wir mal erstmal in die anderen Reihe. Wobei, die haben ja alle einen neuen Slot freigekommen, also. Wo gibt's denn hier neue Waffen? Da sind keine neuen Waffen. So, ja. Das ist Masterwork, aber Level 54. Meine Güte, was soll ich jetzt davon nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es beides mal. Ich habe nichts mehr übrig. Was ist mit den ganzen Components? Sind die alle doch nicht universal? Nein, die sind alle nicht nutzbar. Gut. Ja, dann haben wir jetzt doch ein bisschen noch mal mehr gemacht. Aber jetzt geht's los. Endlich zur letzten Mission. Yo, ich kann keine Mission auswählen. Das heißt, irgendwas stimmt nicht. Ich kann nicht einfach Freeplay machen, das geht nicht. So, was ist das Problem? Oder muss ich das Ding Public machen? Kann ich dann irgendwas tun? Nee.
Jetzt bin ich überfragt. Das werde ich wohl erstmal lösen müssen. Deswegen werde ich erstmal kurz hier das Video beenden. Und beim nächsten Mal starten wir dann die Mission. Ich hoffe, ich kann dann auch erklären, was alles, warum und wieso. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, Leute, bei der wahrscheinlich letzten, vorletzten Episode von Anthem. Macht's gut und ciao.